Ein langes Osterwochenende steht uns bevor. Wir hoffen natürlich alle auf schönes Wetter. Wird es auch schön bleiben? Ja, es wird schön bleiben. Die Osterfeiertage lassen diesmal nichts zu wünschen übrig, wenigstens was das Wetter betrifft. Sowohl am Karsamstag als auch am Ostersonntag bleibt der Himmel blau. Es entstehen höchstens einzelne kleine Quellwolken am Nachmittag, aber ansonsten ungetrübter Sonnenschein. Am Ostermontag dann könnte es vorübergehend etwas mehr Wolken geben. Insgesamt bleibt der Eindruck aber auch am Ostermontag freundlich. Was kann man zu den Temperaturen sagen? Die werden in den nächsten Tagen in den Höchstwerten jeweils knapp über 20 Grad liegen. Es ist also auch angenehm mild. Das ist ungefähr 4 bis 5 Grad zu warm für die Jahreszeit. Wie sieht es an den Abenden aus? Kann man da schon kurzärmelig am Balkon sitzen oder ist es noch zu kühl? An den Abenden, das kann man schon. Eine Jacke sollte man aber mitnehmen, falls es später wird, weil in der Nacht wird es mit dem klaren Himmel dann doch kälter. Nun fragen wir uns auch alle, wann kommt denn endlich das Badewetter zu uns ins Ländle? Das wird wohl noch etwas dauern. Der Bodensee hat im Moment so um die 10, 11 Grad und das ist doch etwas nur für die ganz Harten. Aber zum Sonnenbaden langt es auf alle Fälle schon. Wie lange wird uns die Sonne noch insgesamt beglücken? Über Ostern hinaus, also bis Mitte nächster Woche, wird es recht sonnig bleiben. Nur am Ostermontag, wie gesagt, vorübergehend vielleicht etwas mehr Wolken.